Heute ist der 20. Dezember und wir haben noch nicht das 20. Türchen geöffnet, deswegen machen wir das jetzt. Und darunter versteckt sich ein Rentier, aber heute machen wir kein Make-up, sondern wir kümmern uns heute um meine Haare. Ich habe diese coole Haarmaske im DM gefunden, die hat sogar eine Rentierhaube, was richtig witzig aussieht. Und meine Haare sind sowieso momentan mega trocken, deswegen eignet sich das richtig gut. Als allererstes habe ich meine Haare nass gemacht und ja, ich stehe gerade mit Klamotten in der Dusche. Und dann kam schon der erste Teil von der Maske in die Haare rein und ich bin kein Haarexperte, deswegen habe ich keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Und jetzt kommt auch schon der coole Part. In der zweiten Hälfte ist nämlich die Haube drin und die ist ja so süß. Ich bin ein kleines Rentier. Rudolf, the Red-Nosed Reindeer. Die Haarmaske muss unter der Haube 30 Minuten einwirken und in der Zeit habe ich mir einfach ein Bart gemacht. Zuerst eine Badebombe von Lush und dann habe ich von dieser Rentierseife noch ein paar Pumpstöße reingemacht. Und wisst ihr, was richtig peinlich ist? Ich habe gerade Badewannen-Selfies gemacht. Die sind jetzt schon auf Insta online mit einer richtig coolen Verlosung.